Hallo meine Damen und Herren, es freut mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wie versprochen, werden wir uns heute Gedanken machen über die Struktur der Kostenrechnung. Die Struktur der Kostenrechnung zu verstehen und zu verinnerlichen ist sehr wichtig, denn wenn Sie dann die Kosten auf dem Weg durch das Unternehmen bis hin zum Endprodukt verfolgen, sollen Sie ja nicht die Orientierung verlieren. Außerdem ist es natürlich auch immer sehr wichtig, wenn man so ein Thema durchdringt, das Ziel vor Augen zu halten. Und das Ziel vor Augen zu behalten bedeutet in diesem Fall, sich immer klar zu machen, am Ende des Tages möchten wir die Kosten durch das Unternehmen hindurch bis auf den sogenannten Kostenträger, bis auf unser Produkt oder unsere Dienstleistung verfolgen, in Anführungsstrichen, um also genau sagen zu können, diese oder jene Dienstleistung, dieses oder jene Produkt hat die und die Kosten in unserem Unternehmen verursacht. Man kann in der Kostenrechnung zwischen drei verschiedenen Teilgebieten und mehreren verschiedenen Systemen unterscheiden. Schauen wir uns zunächst die drei Teilgebiete an. Ich habe sie eben schon mal kurz erwähnt. Es sind zum einen die Kostenartenrechnung, es ist die Kostenstellenrechnung und es ist die Kostenträgerrechnung. Auf diese drei Teilgebiete werden wir noch ausführlich eingehen. Man muss sich diese drei Teilgebiete wie Kaskaden eines Brunnens vorstellen. Als Kostenarten tauchen die Kosten von außen in das Unternehmen getragen erstmals auf. Einige davon plätschern gleich auf die Kostenträger durch. Andere müssen den Umweg über die Kostenstellen nehmen. Was ich damit ausdrücken möchte, wird Ihnen in späteren Charts dann hoffentlich noch deutlich klarer. Am Ende sollen aber, so wie ich es eben schon gesagt habe, alle Kosten auf den Kostenträgern landen. Nur dadurch wird bekannt, welche Produkte oder Dienstleistungen welche Kosten zu tragen haben. Genau daher kommt ja auch die Bezeichnung Kostenträger. Die Kostenartenrechnung, die Kostenstellenrechnung und auch die Kostenträgerrechnung werden als Periodenrechnung dargestellt, also über einen Zeitverlauf, zum Beispiel einen Monat oder ein Jahr betrachtet. Ergänzend wird die Kostenträgerrechnung auch als Stückrechnung durchgeführt. Hierbei geht es also um die wesentliche Aufgabe, Kosten für einzelne Mengeneinheiten von Kostenträgern zu ermitteln, also um die Frage, was kostet das Unternehmen ein Stück, ein Liter, ein Kilogramm, eine Stunde und so weiter von diesem oder jenem Produkt oder dieser oder jener Dienstleistung. Bei den Systemen der Kostenrechnung unterscheidet man zwischen Systemen, die die Art der Verrechnung differenzieren, und den Systemen, die verschiedene Grundlagen der Rechnung betrachten. Wir werden die zwei Arten der Verrechnung Vollkostenrechnung und Teilkostenrechnung betrachten. Wie wir schon bei der Vorlesungsgliederung gesehen haben, werden wir zunächst ausschließlich eine Vollkostenbetrachtung vornehmen und erst in einem späteren, gesonderten Abschnitt auf die Teilkostenrechnung eingehen. Bei den Grundlagen der Rechnung unterscheidet man zwischen den Ist-Kosten, also den Kosten, die schon tatsächlich angefallen sind, den Normalkosten, also normalisierten, geglätteten Kostenansätzen, und den sogenannten Plankosten, also Kosten, die beispielsweise aufgrund von Angeboten oder Ähnlichem geplant werden können, aber noch nicht angefallen sind. Die Begriffe der Struktur der Kostenrechnung und die Struktur selbst prägen Sie sich bitte sehr gut ein. Wir werden auf die verschiedenen Begriffe noch mehrfach zu sprechen kommen und sie analysieren. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist es dann immer wichtig zu wissen, in welchem Bereich befinde ich mich im Moment gerade. Zum grundlegenden Verständnis der Kostenrechnung gehört auch die Einordnung von Kosten in verschiedene Kostendimensionen. Auch wenn Ihnen die folgende Darstellung im Moment vielleicht noch nicht so sehr viel sagt, ist es doch wichtig, diese drei Dimensionen jetzt schon zu nennen, damit Sie die bei unseren nachfolgenden Betrachtungen der Kostenrechnung immer im Kopf haben.
So kann man Kosten einmal nach der Dimension Erfassbarkeit differenzieren. Wie Sie sehen, wird also zwischen den Einzelkosten einerseits und den Gemeinkosten andererseits unterschieden. Unter Einzelkosten sind Kosten zu verstehen, die einzelnen Kostenträgern oder einzelnen Bereichen direkt zugeordnet werden können. Das ist bei Gemeinkosten nicht der Fall. Sie sind mehr als allgemeine Kosten zu verstehen, können also nicht so präzise im Hinblick auf ihre Zuordnung erfasst werden wie die Einzelkosten. Also nochmal, Gemeinkosten heißt nicht Gemeinkosten, weil sie irgendwie fies sind, sondern weil es allgemeine Kosten sind, gemein hier im Sinne von allgemein, und eben nicht so genau einzelnen Kostenträgern oder einzelnen Bereichen des Unternehmens zuzuordnen sind, sondern eher allgemeiner Natur sind. Die zweite wichtige Kostendimension ist die Dimension der Beeinflussbarkeit. Sie unterscheidet zwischen kurzfristig beeinflussbaren Kosten und langfristig beeinflussbaren Kosten. Jedem wird sofort klar einleuchten, dass ich beispielsweise sehr kurzfristig beeinflussen kann, ob ich eine Zeitungsannonce zu Werbezwecken schalte oder nicht, aber andererseits eine einmal getätigte Investitionsentscheidung in ein Gebäude nur sehr langfristig zu beeinflussen ist. Die dritte Dimension ist die Dimension der Reagibilität. Das ist ein etwas sperriges Wort und bedeutet, ich unterscheide dahingehend, inwieweit Veränderungen der Produktionsmenge die Kosten beeinflussen oder nicht. Also, wie sehr reagieren meine Kosten auf Veränderungen der Produktionsmenge? So ändern sich beispielsweise die Kosten für ein bestimmtes Produktionsgebäude nicht, egal ob darin viel oder wenig produziert wird. Die Kosten für verbrauchtes Material hingegen reagieren direkt in Abhängigkeit von der produzierten Produktmenge. Jede einzelne dieser drei Kostendimensionen ist also immer im Kopf zu behalten und wichtig ist, sie ist unabhängig von den beiden anderen Kostendimensionen. Also jeder Kostenpunkt, jeder Kostendimensionsgesichtspunkt kann irgendwo in dem hier dargestellten dreidimensionalen Raum sein. Nochmal, diese drei Dimensionen sind als unabhängige Dimensionen voneinander zu betrachten. Da werden wir ganz am Ende noch drauf eingehen und ich werde Ihnen Beispiele bringen, die Ihnen zeigen, wie unabhängig diese drei Dimensionen voneinander sind. Das war es auch schon zur Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung in einem ersten Überblick. In dem nächsten Screencast werden wir dann chronologisch die Kosten mal durch das Unternehmen verfolgen, schauen, wo werden sie aufgenommen und in welchen dieser eben genannten Strukturbereiche erscheinen sie dann. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß. Tschüss.